3, 2, 1. Michi. Yo, Freunde, was geht ab? Hier ist euer Johnny Hunt. Herzlich willkommen zu einem neuen Experiment. Heute werden wir etwas mit dem Konfetti-Shooter machen. Also ich habe hier einen neuen bestellt und ich habe noch andere bestellt, aber die anderen, die werde ich euch in einem anderen Video zeigen, mit Slow-Motion-Aufnahmen und so weiter und so fort. Was wir heute vorhaben ist, wir werden hier das Konfetti gleich rausholen und dann habe ich hier schon Aqualinos fertig gezüchtet. Wir werden die Aqualinos da reinstecken, das wieder zumachen und dann werden wir probieren, mit dem Konfetti-Shooter mit Aqualinos zu schießen. Ich bin schon gespannt, ob das klappen wird. Falls euch die Idee gefällt, Freunde, lasst einen Daumen hoch da. Und jetzt würde ich mal sagen, fangen wir an zu basteln. So, machen wir hier oben erstmal die Folie ab. Also ich steche einfach mit der Schere rein und später werde ich dann einfach Alufolie drüber machen oder so mit dem Gummi, aber nur eine Schicht ganz dünn. Wir holen das Konfetti da jetzt raus. Ich habe ja euch bereits gezeigt, wie der Konfetti-Shooter aufgebaut ist. Okay, es ist alles draußen. Und jetzt würde ich mal sagen, müssen wir nur noch die Aqualinos da reinfüllen und die fühlen sich so nice an. Falls ihr noch irgendwelche Experimente mit Aqualinos sehen wollt, falls ihr irgendeine gute Idee habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Okay, füllen wir jetzt den Konfetti-Shooter auf. Also das Konfetti hier, da war nicht so viel drin, dass das ganze Rohr voll war. Deswegen werde ich jetzt auch nur das halbe Rohr mit Aqualinos auffüllen. Ich hoffe, die rollen nicht da durch. Aber das sieht gut aus. Das Gitter da drin, das ist auf jeden Fall eng genug, so dass die Aqualinos nicht durchkommen. Jetzt mache ich da ein paar Hände rein von denen. So. Und ich denke mal, noch ein bisschen geht, aber das sollte dann reichen. So, jetzt nehme ich hier einfach so ein bisschen Alufolie, machen das da drüber, so wie es auch davor drüber war, damit das schön verdichtet ist. Und zur Sicherheit mache ich noch so ein Gummi drum. Und jetzt, Freunde, ist unser Aqualino-Konfetti-Shooter bereit. Gehen wir raus, aber diesmal werde ich aufpassen, dass ich in die richtige Richtung drehe. Gehen wir raus, Slow-Motion-Aufnahme machen wir und so weiter und so fort. Los geht's. Okay, Freunde, wir sind draußen, übelst heiß, gleich geht es los. Drückt kurz auf Stopp, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass das funktionieren wird. Und jetzt würde ich mal sagen, bringen wir es hinter uns. Und diesmal werde ich wirklich in die richtige Richtung drehen, nicht so wie beim letzten Mal. 3, 2, 1. Michi! Alter! Ja, Freunde, es hat auf jeden Fall heftig geklappt und verdammt, Mann, es ist alles zum Nachbarn geflogen. So war das nicht geplant. Das sah man ganz gut in der Slow-Motion-Aufnahme. Ansonsten, hier war so viel Zeug drin, dass das Ding, da hat sich einfach so viel Druck aufgebaut, dass das hier hinten rausgeflogen ist. In der Slow-Motion-Aufnahme sah man es ganz gut und es ist mir fast in eine ganz unangenehme Körperstelle geflogen. Aber zum Glück ist es mir so gegen das Bein und nicht dahin, wo ihr wisst schon, was ich meine. Also falls ich das nochmal machen werde, werde ich mich auf jeden Fall so seitlich da wegstellen, falls es wieder nach hinten rausfliegt. Und macht das auf gar keinen Fall zu Hause nach. Ihr seht, da hätte auch was passieren können. Und das, obwohl die Kartusche da hinten übelst befestigt war. Und ja, dafür will ich auf jeden Fall einen Daumen hoch sehen, Freunde. Das wäre fast wortwörtlich in die Hose gegangen. Ich hoffe, das Video hat euch gut unterhalten. Es hat auf jeden Fall geklappt. Vielleicht können wir nächstes Mal auch noch ein paar mehr Aqualinos oder so reintun. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Hier könnt ihr noch zwei coole Videos anschauen. Ich hab euch lieb, euer Johnny Hunt. Ciao.